Die Stellenanzeige ist doch ein Relikt aus vergangenen Tagen. Denken Sie das auch? Täuschen Sie sich nicht. Tatsächlich ist die Stellenanzeige der erste Kontakt zwischen Bewerbermarkt und Unternehmen. Es lohnt sich also, sich dafür ein bisschen Zeit zu nehmen. In dem heutigen Video zeige ich Ihnen erstens, wie Sie mit der Stellenanzeige Ihre Employer Brand, Unternehmensmarke und Produktmarke stärken. Zweitens, warum Sie Ihre Kandidaten zielgruppenorientiert ansprechen sollten und drittens, wie Sie eine perfekte Stellenanzeige gestalten und damit auch noch mehr Bewerbungen erhalten. Ob Sie es glauben oder nicht, der Begriff The War for Talent ist tatsächlich schon über 20 Jahre alt. Genauer gesagt entstand der Begriff Ende der 90er Jahre und beschreibt das Phänomen, das bis heute anhält. Nämlich den Wettkampf der Unternehmen um die besten Mitarbeiter. Der Arbeitsmarkt hat sich also gewandelt, vom Arbeitgeber hin zum Arbeitnehmermarkt. Heute bewerben sich die Unternehmen beim Bewerber. Gut für Unternehmen, die jetzt eine starke Arbeitgebermarke aufgebaut haben. Alle anderen sind gut beraten, dies schleunigst zu tun, denn der Fachkräftemangel wird nicht ruhen und sich in den nächsten Jahren eher noch verstärken. Gut ist es natürlich auch, wenn bereits eine starke Unternehmensmarke vorhanden ist. Denn die kann unter gegebenen Umständen positiv auf die Arbeitgebermarke, also auf das Employer Branding eines Unternehmens, abstrahlen. Im Rahmen dessen müssen natürlich alle Maßnahmen hin zum Kandidaten und Bewerber unter die Lupe. Auch die Stellenanzeige. Denn, wie ich bereits erwähnt habe, ist sie meist der erste Kontaktpunkt der Bewerber mit dem Unternehmen und hat dadurch eine ganz besondere Rolle. Unser Tipp: Halten Sie sich bei der Erstellung Ihrer Stellenanzeige nah an den Corporate Design Vorgaben Ihres Unternehmens oder Ihrer Marketingabteilung. Dann profitiert Ihre Stellenanzeige definitiv auch von Ihrer starken Unternehmensmarke. Aktuell arbeiten auf dem deutschen Arbeitsmarkt mit den Babyboomern und den Generationen X, Y und Z tatsächlich 4 Generationen zusammen. Eine große Herausforderung für die Arbeitgeber, die auf die Bedürfnisse und Wünsche jeder einzelnen Zielgruppe eingehen wollen. Aber gerade in Zeiten des Fachkräftemangels lohnt es sich, Ihre Stellenanzeige auf die Zielgruppe tatsächlich abzustimmen. Die Vorteile liegen auf der Hand. Sie haben eine höhere Aufmerksamkeit der Kandidaten. Sie haben eine höhere Akzeptanz und am Ende eine höhere Bereitschaft zur Bewerbung. Wenn Sie sich jetzt fragen, welche Elemente Sie denn in einer Stellenanzeige für Ihre Zielgruppe individualisieren sollen, dann habe ich diese Tipps für Sie. Erstens, die Tonalität, also die Sprache und Art und Weise, wie Sie die Zielgruppe ansprechen, kann zum Beispiel bei der jungen Zielgruppe durchaus lockerer sein. Wenn in Ihrem Unternehmen beispielsweise geduzt wird, können Sie das auch in Ihrer Stellenanzeige ruhig tun. Auch bei älteren Zielgruppen, obwohl die es ja eher etwas seriöser mögen. Zweitens, oder ändern Sie doch einfach mal die Gestaltung und den Aufbau Ihrer Stellenanzeige. Warum nicht einmal ein Video einbinden oder eigene Mitarbeiter zitieren, den neuen Arbeitsplatz präsentieren oder die Vorteile, also die Benefits, ganz nach oben stellen? Drittens, Bewerbungsoptionen. Machen Sie es Ihren Kandidaten so leicht wie möglich, sich bei Ihnen zu bewerben und räumen Sie sämtliche Stolpersteine aus dem Weg. Viele Unternehmen verzichten schon auf das Anschreiben. Fragen Sie sich also, brauchen wir das Anschreiben? Brauchen wir die Zeugnisse? Junge Leute bevorzugen heute gerne die Expressbewerbung, während ältere Zielgruppen ihre Bewerbung gerne auch noch per E-Mail versenden. Arbeiten Sie schon mit einem Bewerbermanagementsystem? Sehr gut. Aber auch hier gilt, je weniger Sie abfragen, desto besser. Am besten, Sie gehen selber den Bewerbungsprozess durch und überlegen, auf was Sie verzichten können. Bei der Gestaltung trennt sich die Spreu vom Weizen. Nur Mut möchte man an der Stelle so manchen Unternehmen zurufen, denn Stellenanzeigen mit einer hochwertigen Gestaltung ziehen auch gute Bewerber an. Oder anders gesagt, von schlecht gestalteten werden Bewerber eher abgeschreckt. Wenn Sie sich jetzt fragen, wie Sie Ihre Stellenanzeige schnell und gut gestalten, habe ich einen kleinen Tipp für Sie. Sehr bewährt hat sich eines der ältesten Stufenmodelle für die Gestaltung von Werbemitteln, nämlich die AIDA-Formel. Dabei steht das A für Attention, also die Elemente, mit denen Bewerber an ihrer Stellenanzeige hängen bleiben, dem Stellentitel
und der kreativen Gestaltung. Das I in der AIDA-Formel steht für Interest, also das Wecken des Interesses Ihrer Bewerber durch eine ansprechende Unternehmensbeschreibung und ein spannendes Tätigkeitsprofil. Das D wiederum steht für Desire. Hier die Frage, wie Sie es schaffen, beim Bewerber den Wunsch zu erzeugen, in Ihrem Unternehmen zu arbeiten, zum Beispiel durch attraktive Benefits. Ja, und zum Schluss nochmal das A, das hier für Action steht, also den Kandidaten zu einer Bewerbung zu bewegen. Und noch ein kleiner Tipp. Wenn Sie eigenes Bildmaterial aus Ihrem Unternehmen haben, Fotos oder Videos, dann verwenden Sie diese auch in Ihrer Stellenanzeige. Bilder und Videos aus dem eigenen Firmenumfeld wirken nicht nur authentisch, sondern zeigen auch, dass sich das Unternehmen, also Sie, sich schon bei der Stellenausschreibung, bei der Suche nach dem passenden Mitarbeiter Mühe gegeben haben. Viele Bewerber beklagen, dass die Inhalte in den Stellenanzeigen geschönt werden. Unser Tipp an dieser Stelle: Bleiben Sie realistisch und authentisch. Dann bekommen Sie auch die Bewerber, die Sie sich wünschen und die vor allen Dingen langfristig bleiben. Ja, das war es auch schon wieder zum Thema Stellenanzeigen, mehr als ein Jobposting. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann schauen Sie sich doch auch unser Video zum Thema die Stellenanzeige, mehr Kandidaten, bessere Bewerbungen an. Ich freue mich jetzt, wenn Sie ein Like dalassen und diesen Kanal abonnieren. Mehr Infos finden Sie unten in der Beschreibung. In diesem Sinne, machen Sie es gut und bleiben Sie neugierig.